Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über die Traffic-Bibel geschrieben, welche er mit 4,9 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. In der Traffic-Bibel werden 107 Tipps und Tricks zur Generierung von mehr Traffic, also mehr Besucherströmen auf einer Webseite, Blog oder Online-Shop gezeigt. Die Strategien sind alle praxiserprobt und haben sich bewährt. Das E-Book ist für Leute geschrieben, die nach konkreten Lösungen suchen und diese schnell und sicher brauchen. Der Autor dieses E-Books ist ein wahrer Experte. Er hat in seinem Lebenslauf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Online-Marketing. Sein Spezialgebiet ist das Marketing auf Social-Media-Plattformen. Dazu gehört vor allem Facebook. Seine Meinung ist gefragt. Zahlreiche Medien, darunter die Tagesschau der ARD und diverse andere, haben ihn schon für Interviews angefordert und befragt. Sein Wissen vertreibt er nicht nur in Form von E-Books oder auf seiner Webseite, sondern auch auf Vorträgen, Seminaren und Workshops. Neben seiner Arbeit im Internet betreut er außerdem viele Unternehmen und ihr Image in den sozialen Medien. Bevor wir uns mit dem Inhalt beschäftigen, sollte ich kurz erklären, was mit Traffic überhaupt genau gemeint ist, warum es so wichtig ist. Mit Traffic sind die Besucher einer Webseite gemeint. Damit sind Besucher jeder Art gemeint, unabhängig davon, wie genau sie auf diese Webseite gestoßen sind. Wenn man eine eigene Internetseite, einen Online-Shop oder einen Blog betreibt, können Besucher überlebenswichtig sein. Entweder verdient man durch ihre Klicks allein schon Geld oder man braucht zahlreiche Besucher, um aus ihnen später Kunden machen zu können. Der Traffic spielt also in der digitalen Welt und vor allem im Online-Marketing eine fundamentale Rolle. Wenn eine Seite nicht besucht wird, nicht geklickt wird, so wird auch kein Umsatz generiert. Die Traffic-Bibel nähert sich also diesem Thema an und legt insgesamt 107 Strategien offen, die zeigen, wie man Traffic erzeugt. Dabei geht es um nachhaltigen Traffic, der für langfristigen Erfolg sorgen soll und nicht nur welchen, der nach einem Tag wieder vorbei ist. Auf mehr als 150 Seiten bekommt man eine Komplettlösung, eine Gesamtstrategie geboten. Natürlich lassen sich die Tipps auch einzeln umsetzen und man fischt sich nur seine Favoriten heraus. Aber für den größeren Erfolg sollte man wirklich das E-Book als Gesamtwerk betrachten und dem möglichst 1:1 Folge leisten. Interessant ist dies für alle, die von Besuchern leben. Neben den Klassikern wie eigene Webseite, Blog und Online-Shops sind das auch Menschen, die im Affiliate-Marketing tätig sind. Um ein großes und lukratives Affiliate-Netzwerk aufzubauen, benötigt man erst einmal eine entsprechende Reichweite. Wie das genau funktioniert, wird in der Traffic-Bibel genau beschrieben. Dies geschieht auf eine verständliche Art und Weise, die es dem Leser ermöglicht, die Tipps selbst sofort in die Praxis umzusetzen. Die Erfolge werden innerhalb kurzer Zeit sichtbar sein. Angefangen wird bei den Grundlagen. Um die richtigen Leute zu erreichen, also potenzielle Kunden, die man auf seiner Webseite haben möchte, muss man zunächst seine Zielgruppe erkennen und bestimmen können. Wie man das am besten macht, wird in der Traffic-Bibel gezeigt. Auch geht es um das korrekte Gestalten von Inhalten. Wie zum Beispiel verfasse ich einen anständigen SEO-basierten Text, damit mein Internet-Business bei Google oder anderen Suchmaschinen auch schnell gefunden wird. Neben der Gestaltung der Inhalte geht es unter anderem auch um die Vermarktung. Das Online-Marketing ist ein Gesicht mit vielen Facetten. Man hat fast unbegrenzte Möglichkeiten, auf sich und seinen digitalen Content aufmerksam zu machen. Da Björn Tantau sozusagen spezialisiert auf Facebook ist, nimmt dies auch einen Teil des E-Books ein. Dort kann man Anzeigen schalten, die nur der zuvor eingestellten Zielgruppe angezeigt werden und vieles mehr. Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, benötigt man auch das ein oder andere Tool, also Werkzeug. Wie man richtig mit diesem umgeht und welche die besten sind, steht in der Bibel geschrieben. Das E-Book ist so geschrieben, dass man als Einsteiger oder auch als jemand, der sich in der Materie der Traffic-Generierung bzw. Online-Marketing schon etwas beschäftigt hat, etwas mitnimmt. Die Wörter sind so gewählt, dass ein Beginner nicht in Fachwörtern und Fremdsprache untergeht. Fortgeschrittene werden bei 107 Tipps auch auf jeden Fall auf mehrere ihnen Unbekannte stoßen. Die Kosten liegen derzeit bei 29,99 € als Einführungspreis, da die Traffic-Bibel noch als Neuerscheinung gilt. Als Blogger lebe ich von Menschen, die meinen Blog lesen und abonnieren. Mein Traum ist es, dies irgendwann einmal hauptberuflich betreiben zu können. Um meinem Traum näher zu kommen, habe ich mich dazu entschieden, die Traffic-Bibel zu kaufen, da mir Björn Tantau zuvor auch schon bekannt war und er eine unheimliche Expertise mit sich bringt. Die Kaufabwicklung findet über digistore24.com statt. Man kann mit PayPal, Visa, Mastercard oder Sofortüberweisung bezahlen. Der Kaufvorgang ist ohne Probleme über die Bühne gegangen und ich erhielt den Download-Link innerhalb weniger Minuten, wenn nicht sogar Sekunden. Das E-Book ist simpel designt und lässt sich angenehm lesen. Die Sprache ist einfach, sofern sie das sein kann. Ich habe nur grobe Kenntnisse und war daher sehr gespannt auf das, was ich hier lernen werde, da ich mehr oder weniger bei Null angefangen bin. Super interessant fand ich alles über das SEO-basierte Texte schreiben. SEO steht hier für Search Engine Optimization, also Texte, die so verfasst werden, dass sie optimal von Suchmaschinen gefunden werden können. Wer einen Inhalt clever verpackt, die richtigen Schlüsselwörter, also Keywords,
AdWords und wie sie alle heißen, benutzt, der hat eine größere Chance, bei Google weiter oben in den Suchergebnissen aufzutauchen. Ich hatte davon zwar schon gehört und auch versucht, mich darüber etwas einzulesen, aber auf dem freien Markt stehen da nicht allzu viele Informationen zur Verfügung. Das brachte mich schließlich dazu, darüber nachzudenken, ob ich nicht einen professionellen Texter beauftragen sollte, der mal meine Inhalte nachschaut. Das kann ich mir nun erst einmal sparen, dank der Traffic-Bibel. Natürlich wird hier nicht zu sehr ins Detail gegangen, da es hauptsächlich um andere Themen geht, aber es reicht dafür, um den Gedanken wieder ins Hinterstübchen zu verdrängen. Das gleiche gilt für Facebook-Ads. Dort hat sich für mich ein komplett neuer Bereich eröffnet, den ich zuvor noch gar nicht in Betracht gezogen habe, um dort meinen Blog zu bewerben. Ich kann die Traffic-Bibel für diesen Preis auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Bis jetzt haben sich meine Besucherzahlen schon mehr als verdoppelt und ich habe bis dato noch nicht viele Strategien umgesetzt und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich bin mir sicher, dass hier jeder etwas lernen kann und einen Mehrwert aus dem E-Book ziehen kann. Klare Kaufempfehlung. Wie immer gilt: Solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.